Servus, Ali. Okay, servus. Ali, warum spielst du Fußball? Ich denke, bei mir hat es wie bei jedem kleinen Jungen angefangen, Liebe und Leidenschaft dem Ball gegenüber. Meine Mama hat gesagt, ich habe den ersten Schritt mit dem Ball gemacht. Ja, es war die erste Liebe und es ist auch so geblieben. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Definitiv, dass er einen Arsch hochkriegen soll und in seinen Körper investieren muss, Zeit investieren muss, Arbeit investieren muss, weil Talent allein reicht nicht. Und was soll Fußball auf keinen Fall sein? Auf jeden Fall keine Belastung und Verpflichtung, sondern es soll immer der Vordergrund, im Vordergrund der Spaß stehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Was hast du durch den Fußball gelernt? Ich habe gelernt, den Wettbewerb zu schätzen. Ja, mein Ehrgeiz natürlich wurde dadurch entwickelt. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, ich habe auch gelernt, mir im Leben allgemein Respekt zu verschaffen. Was war ein prägendes Erlebnis in deiner ganzen Karriere bis jetzt? Da würde ich natürlich das Spiel gegen Rosenheim rausnehmen. Für uns Buchbacher ganz besonders, wenn man in der 97. durch ein Tor vom Torwart in der Liga bleibt. Was war dein schlechtestes Spiel bis jetzt? Es gab einige. Es gab wirklich sehr viele, wo ich auch wirklich schlecht war. Meistens konnte ich es dann durch eine Vorlage oder ein Tor irgendwie noch retten, aber objektiv gesehen war es wirklich, hatte ich sehr, sehr viele schlechte Spiele auch natürlich. Was war dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg war, wir sind mal mit Dynamo Sachsen-Pokalsieger geworden. Ich war U-Nationalspieler Deutschlands und natürlich wieder das Spiel gegen Rosenheim. Das kann ich natürlich nicht vergessen. Und warum quälst du dich jetzt eigentlich im Winter mit unserem Game Changer? Weil ich natürlich mit mir hoffe, durch die App so lange wie möglich fit zu bleiben, wie vorhin schon erwähnt, auf dem Niveau zu bleiben, auf dem ich bin. Ali, was inspiriert dich am B42? Mich inspiriert, dass die App perfekt aufeinander abgestimmt ist, die einzelnen Übungen, und dass man sie alle ohne Gewichte machen kann. Hast du manchmal einen Hass auf diejenigen, die den Guide gemacht haben? Und wie? Und was für einen Hass ich auf euch habe? Und welche Fortschritte hast du bis jetzt gemerkt? Ich merke definitiv, dass sich der Oberkörper verändert hat, dass ich stabiler bin und dass es die einzelnen Muskelgruppen dann rauspresst. Warum bist du ein absoluter Leitwolf? Ich glaube, ein Leitwolf macht viel mehr aus, als wie man denkt. Man muss sowohl persönlich, also von der Persönlichkeit her, als auch von der Leistung vorangehen. Und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg. Was müssen junge Spieler lernen, wenn sie sich stetig verbessern wollen? Dass sie alles anders machen in der Jugend als ich. Und zwar sich frühzeitig schon selber betätigen und an ihren Schwächen arbeiten. Warum lohnt es sich ständig an sich und seinen Fähigkeiten zu arbeiten? Gerade deswegen, damit man das Maximum herausholt, was ich bei mir, glaube ich, nicht geschafft habe. Aber deswegen sollte man immer weiter an sich arbeiten. Was treibt dich immer noch an? Ja, mich treibt es immer noch an, dass die Gegner oft sagen, ja, spielst du doch immer noch, bist du noch immer da. Und ich denke mir, okay, so leicht werdet ihr mich nicht los und deswegen mache ich das Ding auch, damit ich so lange wie möglich spielen kann und aktiv bleibe. Welche Rolle spielt Ernährung in deinem Training? Mit die entscheidendste Rolle. Das ganze Training bringt ohne Ernährung nichts. Jeder Einzelne muss das für sich natürlich selber herausfinden. Ich habe meinen Weg gefunden und bin damit sehr zufrieden. Wie stehst du zum Thema Rassismus im Fußball? Ich denke, Rassismus hat allgemein in unserer Gesellschaft keinen Platz, somit auch nicht im Fußball. Und da gilt es, jeder Einzelne muss da vorangehen, damit wir das bekämpfen natürlich. Was ist deine Botschaft an alle, die noch überlegen, ob sie mit dem Training anfangen sollen? Nicht überlegen, loslegen. Ich merke es an mir, den Unterschied zwischen heute und vor 7 Wochen. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen. Was ist deine Botschaft an die Fans deines Vereins? Meine Botschaft wäre, wir für euch und ihr für uns. Weil wenn ein Baustein fehlt, dann funktioniert das ganze Konzept Buchbach nicht. Und entsprechend ist es einfach wirklich so, wir müssen zusammenhalten. Und die Botschaft an deine Gegner? Meine Botschaft an meine Gegner, es war nicht einfach gegen mich und ich glaube, es wird nicht einfacher werden.